und wollte von der Bundesregierung wissen, ob sie entsprechende Mechanismen etabliert hat mittlerweile, also die aktuelle, um eine nochmalige Beteiligung der Bundesrepublik an einem völkerrechtswidrigen Krieg zu verhindern und ob sie plant, zumindest sich bei der serbischen Zivilbevölkerung zu entschuldigen im Rahmen dieses Jahrestags. Und was mich überrascht hat, da merkt man ist doch noch naiv, ist wirklich die komplette Vehemenz, mit der man negiert hat, sowohl Auswärtiges Amt als auch Regierungssprecher, dass es sich um einen völkerrechtswidrigen Krieg handelt. Und wenn das klappt, würde ich ganz kurz die Eingangssequenz vom Auswärtigen Amt einspielen. Naja, wenn wir zurückschauen, war das ja ein Einsatz, den niemand wollte. Aber es war der letzte Ausweg, um die Menschen in Kosovo zu schützen. Ich mache es ein bisschen schneller, weil der eigentliche Punkt kommt später. 12.03, Widerschaft zu entschuldigen. Erstmal weise ich Ihre Unterstellung zurück, dass das völkerrechtswidrig war. Es gab die Resolution 1199 sowie die ebenfalls gemäß Kapitel 7 der UN-Charta beschlossene Resolution 1203 vom 24. Oktober 1998, die unmissverständlich klargestellt hat, dass die Lage im Kosovo eine ernsthafte Bedrohung für Frieden und Sicherheit in der Region bildet. Und die NATO-Mission hat geholfen, schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen inklusive Tötung von Unschuldigen zu beenden. Gut, also das nur, ich würde ganz gerne, eigentlich wenn möglich, von allen auf dem Podium irgendwie eine Einschätzung haben zu dieser Darstellung der Bundesregierung und der Begründung, also viel origineller Wort ist dann auch nicht mehr, dass es sich sozusagen dabei um einen völkerrechtskonformen Angriffskrieg gehandelt hat. Ich beginne vielleicht mal kurz. Es ist ganz klar, dass man das abstreiten muss, denn wenn es zugegeben worden wäre, dann würde es sicherlich haftungsrechtliche Folgen haben für die Bundesregierung. I'm not quite sure how to answer this. You've all heard what they call the Stockholm Syndrome, right? You are psychological prisoners of your conditioning and they simply repeat the lies they've been telling for 25 years. What else is there to say? Dem wird nichts hinzuzufügen. Genau so ist es. Ehe die Regierung ihre Fehler zugibt, und vor allem so ein eklatanter Fehler, nicht ein Fehler, sondern ein Verbrechen, das werden wir nicht sehen. Das wird auch wie bei Corona die Aufgabe einer AfD-Regierung sein, diesen ganzen Verbrechen mit aufzuklären. Und das werden, ich bin sicher, dass wir die AfD machen. Das